einmal ein Mann und der hatte den König gedient. Der König zahlte ihm nur ganz wenig Lohn und das wollte er ihm nicht gefallen lassen. Ach, wenn ich die richtigen Leute finde, die mir helfen, dann werde ich zum König gehen und mir alle Schätze des Landes holen. Hey, du da! Was machst du denn da mit den Bäumen? Na, die reiß ich mit einer Hand aus. Meine Mutter braucht Feuerholz. Na, holla. Du bist so ein starker Geselle. Willst du nicht mit mir kommen? Zusammen kommen wir beide durch die ganze Welt. Ja. Aber zuerst bringe ich noch das Holz nach Hause. Schlag ein. Oh, lieber nicht. Hallo, hier unten. Ich, die Maus, wäre auch gern dabei. Ich kann mich auch unsichtbar machen. Hä? Hat da einer was gesagt? Also ich habe nichts gehört. Sie gingen zusammen in den Wald und trafen einen Jäger. Hey, du da! Auf was zielst du da mit deinem Gewehr? Zwei Dörfer von hier. Sitzt auf dem Misthaufen eine Fliege. Die will ich treffen. Na holla! Hä? Du bist so ein scharfblickender Geselle. Willst du nicht mit uns kommen? Zusammen kommen wir drei durch die ganze Welt. Also so rumgesehen, also hast du genau ins Schwarze getroffen. Ich bin dabei. Hallo, hallo, hier und hinten. Ich, die Maus, wäre auch so gern dabei. Ich kann mich doch unsichtbar machen. Hä? Hat da einer was gesagt? Also ich hab nichts gehört. Also ich auch nicht. Zu dritt machen sie sich auf den Weg. Da sahen sie sieben Windmühlen, die sich so schnell drehten, bis sie ihnen schwindelig wurde. Dabei wehte gar kein Wind. Die drei wunderten sich. Als sie weitergehen, sahen sie einen Mann, der auf einem Baum saß. Hey, du da! Was machst du da oben auf dem Baum mit deiner Nase? Ich halte mir ein Nasenloch zu und treibe mit der Luft aus dem anderen sieben Windmühlen an. Hm? Na holla, du bist so ein windiger Geselle. Willst du nicht mit uns kommen? Zusammen kommen wir Viere durch die ganze Welt. Mit mir? In Windeseile. Ich bin dabei. Hallo, hier unten. Ich, die Maus, wäre auch gern dabei. Ich kann mich immer noch unsichtbar machen. Hä? Hat da einer was gesagt? Also ich hab nichts gehört. Ich auch nicht. Wüsste ich nicht jetzt. Was? Zu viert gingen sie zu einem Mann mit starken eisernen Schuhen. Hey, du da! Warum trägst du denn eiserne Schuhe? Hä? Wenn ich sie ausziehen würde, würde ich schneller laufen, als ein Vogel fliegt. Na holla! Du bist mir ein flinker Geselle. Willst du nicht mit uns kommen? Zusammen kommen wir auf Fünfe. Durch die ganze Welt. Naja, das läuft rund. Ich bin dabei. Hallo, hier unten. Ich, die Maus, wäre auch gern dabei. Ich kann mich immer noch unsichtbar machen. Hä? Hat da einer was gesagt? Also, ich hab nichts gehört. Also, ich auch nicht. Gerade eben. Was? Hä? Es dauerte nicht lang, da trafen sie einen Mann, der ein Hütchen auf den Kopf hatte, der nur über ein Ohr ging. Hey, du da! Warum trägst du dein Hütchen so schief? Was? Na, wenn ich es gerade aufsetzen würde, würde ein gewaltiger Frost kommen. Ha, na holla, du bist mir ja ein kühler Kopf. Willst du nicht mit uns kommen? Zusammen kommen wir sechse. Durch die ganze Welt. Aha, Welt, die ganze. Cool, ich bin dabei. Hallo, hier unten, ich, die Maus, wäre auch gern dabei. Ich kann mich immer noch unsichtbar machen. Hat da einer was gesagt? Also ich hab nichts gehört. Also ich jetzt auch nicht. Was? Hä? Was? Da war doch nichts. Die sechs Gesellen gingen in die Stadt. Da hörten sie, dass der König verkünden ließ. Wer mit meiner Tochter um die Wette läuft und gewinnt, der soll ihr Gemahl werden. Verliert er aber, so soll es um ihn geschehen sein. Er denkt sofort an die Läufer, zieht da seine Eisenschuhe aus, dann rennt er um die Wette. Ganz schnell, wie der Blitz, der rennt zum Brunnen.
zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Das läuft ja wie geschmiert. Und da ist ja auch schon der Brunnen. Und die Prinzessin ist weit hinter mir. So, schnell das Wasser in den Krug. Und jetzt zurück zum Schloss. Oh, was für ein schöner Apfelbaum. Da werde ich mich mal kurz ausruhen. Ich habe ja Zeit. Das hätte dir so passen können, dass du als Erster ankommst. Der Krug wäre leer. Der Jäger hatte zu Glück alles aus der Ferne beobachtet. Er hatte den scharfen Blick. Aber der Jäger nahm sein Gewehr und schoss den Läufer im Apfel auf den Kopf. Davon wurde er wach und er sah den leeren Krug. Und wie ein Blitz zum Brunnen. Dann füllte er hinein und rannte der Prinzessin hinterher. Überholt! Nein, überholt! Gewonnen! Der König wollte aber nicht seine Tochter einen Soldaten geben, der dahergelaufen kam. Er dachte sich mit der Prinzessin eine List aus. Er führte sie zu einer Stube mit einem Boden aus Eisen und einer Tafel mit köstlichen Speisen. Die sechs ließen er sich schmecken. Oberküchenmeister, führe er ein Feuer, wie er noch nie eins entfacht hat, unter der Stube mit dem Eisenboden. Wir wollen doch mal sehen, wie lange sie noch meine Gäste sein wollen. Den Sechsen wurde es heiß unter ihnen sohlen. Cool, ich kann mein Hütchen richten. Ich bring euch einen Frost, dass sich das Feuer schämen wird, das unter unseren Füßen brennt. Na holla! Als er die Tür öffnete, ärgerte sich der König, was alle sechs Gesunden munter waren. Er bot den netten Mann Edelsteine und Gold, so viel er tragen kann, dass er auf die Prinzessin verzichtet. Nimm so viel du willst. Gut, ich nehme so viel, wie mein Freund hier tragen kann. Und dann will ich euch nie wieder sehen. So soll es sein. Sie ließen einen Sack schneidern, so groß wie ein Ballon. Da passten alle Schätze des Königsreiches rein. Aus der Öffnung heraus guckte eine kleine Maus. Meine Edelsteine, meine Ketten, mein Krönchen. Legt den Sack mit den Schätzen nieder. Da entdeckte die Prinzessin die Maus. Eine Maus! Lass die Sechse gehen. Die haben etwas an sich. Piep, ich hab die Sechse lieb. Zu Ende, zu Ende, zu Ende, zu Ende, zu Ende, zu Ende. Und tschüss.